Vor langer, langer Zeit erlebte ein kleiner Fisch namens Maxi. Er ging in eine sehr, sehr große Fischschule. Maxi hatte sehr viele Freunde, eine große Familie und gute Noten, aber das alles wollte er nicht. Er wollte so sein wie Arnold aus seiner Klasse. Arnold war sehr, sehr reich und hatte sehr vornehme Eltern. Doch Maxi beneidete ihn besonders um seine schicke, schnelle Wasserschnecke Z4 mit Sonderausstattung. Er könnte sich die Schnecke sicher nie leisten. Maxi und seine Familie konnten sich nicht einmal ein Seepferd leisten, deswegen wurde er oft gehänselt, da er zur Schule schwimmen musste. Eines Tages, als er wieder einmal in der Schule war, meinte sein Klassenvorstand, Frau Großmaul, alle Kinder sollten einen Weihnachtsbrief an den Weihnachtsmann schreiben und den Brief in einer Woche wieder mitbringen. Sie meinte auch, dass jeder nur einen Wunsch frei hätte. Maxi wusste sofort, was er in seinem Wunschzettel schrieb. Er wollte Arnold sein. Die Woche war schnell vergangen und als dann wirklich alle Kinder außer Arnold natürlich einen Brief dabei hatten, hatte Frau Großmaul noch eine Überraschung für ihre Sprösslinge. Sie sagte mit ihrer tiefen und rauen Stimme, weil ihr Kinder die Hausübung so brav gemacht habt, habe ich noch eine Überraschung für euch. Wir werden unsere Wunschzettel an den Weihnachtsmann an die Oberfläche bringen. Mit Erlaubnis der Eltern natürlich. Alle aus Maxis Klasse jodelten vor Freude. Das kam daher, weil sie noch nie an der Oberfläche des Wassers gewesen waren. Diese Nacht, als sie zuvor die Briefe an die Oberfläche gebracht hatten, verlief für Maxi ganz anders als die anderen. Als er in der Früh aufwachte, lag er in einer so schönen Muschel mit einem so kuscheligen Bettzeug. Das hätte ich mir nie im Traum gedacht, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt, dachte sich Maxi. Plötzlich kam eine Qualle herein und wollte ihm das Frühstück ans Bett bringen. Die Tage vergingen und Maxi gefiel es immer weniger, Arnold zu sein. Die Gründe waren, dass er zum Beispiel in der Schule nicht mehr so viele Freunde hatte, dass er nicht mehr rausspielen durfte und er durfte nicht mehr so oft seine Lieblingsspeise, frisches Moos mit Krallenflossen, essen. Am meisten aber fehlte ihm seine Familie. Die Familie, die sich um ihn kümmerte und ihn nicht wie einen Waschlappen behandelte. Maxi vermisste auch den Spieleabend, der jede Woche bei ihm zu Hause stattfand. Nach einigen schrecklichen Wochen beschloss er, wieder der echte Maxi zu sein und nicht der coole Arnold, den er früher so bewundert hatte. Spät in der Nacht schwamm er an die Oberfläche, um mit dem Weihnachtsmann Kontakt aufzunehmen. Der Weihnachtsmann aber kam und kam nicht. Maxi war nach einer Stunde schon sehr, sehr enttäuscht, da am nächsten Tag ja Weihnachten war und er bei seiner Familie sein wollte, auch wenn er nicht so viele Geschenke bekam. Maxi, der kleine Fisch, war sehr traurig und schwamm wieder zurück in Arnolds Bett. Am Anfang konnte er nicht schlafen, aber irgendwann schlief er doch ein. Es war noch sehr früh unten im tiefen Ozean, als plötzlich ein lauter Freudenschrei erklang. Der Schrei kam natürlich von Maxi, weil er in seinem eigenen Bett aufgewacht war und wieder aussah wie der echte Maxi. Seine Eltern und Geschwister kamen verschlafen aus ihren Zimmern und fragten im Chor, was ist denn Maxi? Er versicherte ihnen, dass es ihm gut ging und dann gingen alle wieder ins Bett, nur Maxi nicht. Der machte das Frühstück, weil er etwas Neues gelernt hatte. Und zwar, es zählen nicht die Geschenke an Weihnachten, sondern die Familie.